Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus Hundsgrab. Ein zittriger Anfang. Momentan ist es hier ein wenig schwer in unserer Welt, denn ihr habt es ja in der letzten Folge schon gesehen. Die ist zusammengebrochen, der Server, unsere wunderschöne Welt, hat sich mitten am Tage verabschiedet. Jetzt hoffe ich, läuft es wieder. Ich denke aber schon. Okay, Freunde, was ist passiert? Ich bin zurückgekehrt hier nach Hundsgrab, hier nach Nord am Ei und bin jetzt hier wieder bei der Burg, beziehungsweise bei der Burgvilla vom guten Tomcat. Und das Haus ist voll, ihr seht das schon, die Annie ist da, Cedric ist da und der Gärtnermeister, der Delfino war vorhin auch schon da und der Tomcat, alle sind sie da, ne? Und ich habe mich dazu entschlossen, noch ein weiteres kleines Nebengebäude anzuschließen und zwar hier. Hier in die Ecke möchte ich eine Schmiede reinbauen. Hier soll eine Schmiede hin. Das wird eng, das wird sehr eng. Und hier soll tatsächlich eine Brücke entstehen, nochmal, die hier rüber führt. Das hatte ich eben auch schon gebaut, mit euch zusammen theoretisch, aber praktisch ist es dann wieder abgestürzt. Und naja, ja, ja, so ist das momentan. Mal gucken, ob es jetzt hinhaut, mal gucken, ob es jetzt hinhaut. Ich hatte mir erst überlegt, hier wollte ich eigentlich Steine hinsetzen, aber ich habe da gerade noch eine andere Idee, die vielleicht auch ganz cool sein könnte. Denn wir haben ja bei Minecraft immer alle Möglichkeiten. Nutze die Möglichkeiten. Die Axt habe ich mir übrigens geholt vom guten Fastgrad. Nochmal danke an Fastgrad. Aber ich konnte nicht mehr durchs Land reisen, weil, wie schon gesagt, es läuft momentan mehr schlecht als recht. Das sagt man ja auch immer, ne? So, okay, jetzt haben wir hier 33 Stufen von den Zäunen, von den Mauern. Sind ja eigentlich Mauern. Aus Stein sind es Mauern und aus Holz sind es dann Zäune. Und ich guck mal, so sieht das glaube ich noch viel besser aus, wenn wir das hier so machen. Wenn wir hier das dann so machen. Und so und so. Haben wir nämlich hier so einen schönen Durchgang, das machen wir auf der anderen Seite auch. Zum Tor dann sozusagen hin. Ich denke, das sieht ganz gut aus. Man hätte das natürlich jetzt auch aus Eisen machen können, aber aus Eisen wäre auch cool, ne? Ah ne, so sieht das schon gut aus. So sieht das schon gut aus und da kann nämlich dann das nächste Mauergebäude drauf. Und hier zur Seite raus soll ein Aufstieg kommen. Und den würde ich nämlich dann aus den normalen Stufen machen. Genau, so machen wir es. Das heißt, hier soll eine Treppe hochführen. Hier soll eine Treppe hochführen, die dann, die einen dann nach oben bringt. Das heißt, wir machen hier, machen wir komplett zu. Auf beiden Seiten. Hatte ich das nicht schon gemacht? Naja, okay. Ist momentan alles ein bisschen merkwürdig. Und da kommt man dann zum Turmhaus hin, sozusagen. Und hier führt dann der, die Brücke rüber. Die Brücke. Man könnte natürlich auch, das wäre auch richtig genial, wenn man jetzt sagen würde, man nimmt hier den hier weg und macht die Brücke dann aus Steineiche, weil Steineiche ist ja dafür bekannt, dass sie unglaubliche Belastung abhält. Und ich habe hier auch schon Steineiche geholt vom Drei-Elben-Land-Palast gestern noch, vor lauter Frust, weil das, ja, weil es halt, na, ihr wisst schon, abgestürzt war. Das mag ich ja gar nicht. Und dann setzen wir nämlich hier einfach mitten rein, setzen wir so einen Poller, auf der anderen Seite auch, Poller. Und dann kann das Ding hier nämlich zwei überstehen, dann liegt die Brücke richtig auf. Kommt hier nämlich eine Holzbrücke hin aus Steineiche. So. Da haben wir dann alle Variationsmöglichkeiten. Ich mache erstmal noch einen Brückenübergang und den zweiten dann später. Ich hoffe es, weil es kommt so völlig unvermittelt. Es läuft eigentlich alles und dann auf einmal putsch. Geht es aus. Und das ist schon eigenartig. Aber naja, gut. Man soll ja nicht... Man soll nicht meckern. Man soll nicht meckern und murren und knurren. Das Gute an Holz ist halt... ja, ich glaube, das reicht erstmal. Da haben wir jetzt 37 verbraucht. Können wir auch gleich beide machen, ne? Können wir auch gleich beide machen. Hier geht dann der Weg durch. Das heißt, Moment einmal. Das war totaler Käse, den ich jetzt gebaut habe. Das war irgendwie totaler Käse, denn wir müssen das Ganze ein tiefer setzen. Arg. Alle einsammeln. Ein tiefer würde ich das schon setzen. Und nicht, dass ihr mir jetzt alle da reinschwimmt, ne? Ich will hinterher 64 wieder haben. Sonst ist hier aber Halligalli in Tüten. So langsam. Das Drei-Elben-Land, ne? Es kann natürlich auch mit der Zeitbombe zusammenhängen, die wir da gezündet haben im End. Dass es deshalb so merkwürdig ist alles momentan. Man weiß es nicht genau. Man weiß es nicht genau. Oder mit dem Dämon Nitrado. Das hatten wir ja auch schon ab und zu mal, dass der uns ein bisschen ärgern wollte. Moment.
Okay. Das ist schon wieder kein gutes Zeichen. Das ist schon wieder kein gutes Zeichen, dass es hier so stockt. Wenn ich gleich weg sein sollte, dann kann es sein, dass in der nächsten Zeit keine Folgen kommen. Tatsächlich. Aber wir hoffen mal das Beste. Okay, das nehmen wir wieder weg hier. Das nehmen wir wieder weg. Wir setzen das einen tiefer. Wir setzen es einfach einen tiefer. Das ist, glaube ich, besser. Damit die Brücke dann gerade rüberführen kann. Wir setzen es einfach hier so rein. So, pass auf. Hier rein. Und dann gehen wir rüber. Und dann zerbeiße ich es aber. Dann haben wir nicht eine wunderschöne Brücke. Da können wir dann Brückenpfeiler drunter machen, die das Ganze halten. Eine richtige Brückenkonstruktion machen wir jetzt hier. Wir kommen auf der gleichen, natürlich genau gleich raus, nur halt etwas flacher. Zu flach darf die Brücke aber auch nicht sein, denn hier sollten wir rübergehen. So, hier sind wir jetzt angekommen. Zwei weiter. Okay, jetzt hole ich mir noch die verbleibenden Holzscheite, die hier im Wasser liegen. Die Holzblöcke. So, die werden alle mitgenommen. Ja, da kann man noch mit dem Boot unter durchfahren, mit so einem kleinen Paddelboot. Weil wir haben ja da hinten unseren Bootsverleih, da müssen wir natürlich auch darauf achten, dass da, ne, dass wir da über noch durchfahren können. Und dann können wir hier ja schon wieder den nächsten Pfeiler rübersetzen. So, und hier wird das Ganze dann sowieso eingefasst mit Stein. Bis hier vorne hin. So, und hier können wir dann den Weg auch durchführen. Das ist schon ganz cool hier, dass das so halb durchguckt dann so, ne? Das würde ich dann hier genauso machen. Das würde ich hier genauso machen. Ja, das heißt, das erstmal weg. Hier mal ganz kurz den unsere Einfassung weg. Genau. Und hier fangen wir dann wieder an mit unserem nächsten Stamm, der dann rüberführt für die Brücke. Das Gute an solchen Holzbrücken ist, dass wenn die Burg mal belagert wird, das wird sie wahrscheinlich niemals werden. Denn das ist ja hier, ne, keine richtige Burg, sondern eigentlich nur eine Burgvilla, die an eine Burg erinnern soll. Also eine Villa, die sozusagen im Baustil einer Burg angelegt wurde. Und keine richtige, wirkliche Burg. Muss man ja auch immer nochmal so bedenken. So, hier kommen wir nämlich dann raus. Und das Gute ist nämlich an der ganzen Sache, wenn wir hier rauskommen, sind wir immer noch am See. Ja, und so. Wir sind am See und wir kommen dann hier hinten raus. Das heißt, wir kommen da raus, wo später mal Hundsgrab enden wird. Nämlich hier. Das ist das hier, das Ende von Hundsgrab. Da steht schon so ein Mauerrest. Hier wird mal die Mauer lang laufen. Das heißt, Tomcat ist ganz schön am westlichen Stadtrand schon dadurch. Nord am Ei wird dann das letzte Stadtviertel sein, sozusagen. Vielleicht kommt hier noch ein kleines Viertel hin oder so. Ich weiß es noch nicht. Aber schon ziemlich am äußersten Rand, ne? Das kann man schon so sagen. Und hier kommt eine Holzbrücke rüber, die dann rüberführt bis zur Stadtmauer. Das heißt, man kann dann auch eines Tages mal über diesen Weg hier Hundsgrab betreten, mehr oder weniger. Oder zumindest nach, ja, Nord am Ei und dann nach Hundsgrab reinkommen. Das ist doch ganz, ganz nett eigentlich, denke ich mal. So, Freunde, hier machen wir dann nämlich jetzt den Zaun wieder hin. Und hier auch, ne? Hier, klar, hier kommt überall Zaun hin. Und oben wird das Ganze gleich weitergeführt. Und da kommt nämlich noch so ein kleiner, so ein kleines Turmhaus drauf. Das bauen wir jetzt. Da hole ich mir mal weißen Lehm. Weißer Lehm ist, glaube ich, hier, genau. Ach, können wir auch grauen nehmen. Haben wir jetzt die ganze Zeit verwendet. Da war ich ja sogar extra nochmal im Lehmbiom, habe welchen abgebaut. So, und die Treppe, die da hochführt, die wird nämlich hier hinkommen, an die Seite. Tatsächlich. Und wird hier hochgehen. Einmal so und einmal so. Dann geht sie hier um die Ecke. Und geht dann hier zum Turmhaus hin. Das heißt so, ne? Das Ganze natürlich dann in dem Moment. Und hier unter kommt dann auch nochmal ein Stein. Es wird so eine reine Steintreppe. So eine kleine. Die dann in dieses verträumte Turmzimmer hochgeht. Und wir kommen, glaube ich, dann nämlich auch passend raus mit dem mit der Treppe. Ja, das ist richtig so. Und wir kommen dann hier raus und können dann hier eine Tür reinmachen, wisst ihr? Das heißt, hier kommt die Tür rein. Weil hier kommt noch ein Flachstück hin, das habe ich jetzt nicht dabei. Auf jeden Fall kommt hier die Tür rein. Ins Turmzimmer.
Das bedeutet aber auch, dass das Turmzimmer... Moment. Oder man macht das noch ganz anders. Hier müssen wir auf jeden Fall durch. So viel steht schon mal fest. Ich gehe mal runter. Autsch. Und baue mir gleich noch mal eine Werkbank. Ich baue mir gleich noch mal eine Werkbank, die ich hier mal in die Ecke stelle. Einfach so, damit wir eine Werkbank immer vor Ort haben. So, und jetzt können wir uns nämlich auch noch ganz schön hier Stufen bauen. So, zack, das soll reichen. 16 Stück reicht. Die ploppen jetzt übrigens nicht mehr so raus wie früher mal, sondern die wandern gleich ins Inventar. So, und hier machen wir jetzt nämlich den. Ganz spartanisch. Und hier geht es dann rein. Und dann würde ja hier sozusagen die Treppe dann weitergehen, ne? So würde die Treppe weitergehen, dann hier. Und hier würde man dann ins Turmzimmer reinkommen. Das ist wirklich, wird ein sehr kleines Turmzimmer. Da habt ihr recht. Da muss ich euch mal echt mal recht geben. Aber es könnte ganz schick werden. Es könnte ganz schick werden. So, das machen wir alles zu. Ist dann halt so ein kleines Nebengebäude, ne? Ein Turmhaus. Hier kommt dann der Fußboden rein. Den machen wir aus Halbstufen hiervon, würde ich sagen. Ja. Ja, ja. Ach ja, kleines romantisches Turmhaus. Warum romantisch? Weil es so klein ist. Zu kleinen Sachen sagt man immer, sie sind romantisch. Aber wohnen möchte man trotzdem nicht drin. Man sagt immer, oh, ist das süß und romantisch und klein. Aber möchte man drin wohnen? Nein, nein, um Gottes Willen. Viel zu wenig Raum, viel zu wenig Platz zum Entfalten. Hier kommt nämlich jetzt ein Steinfußboden rein. Man könnte ja auch eigentlich wäre es passend, einen Holzfußboden reinzuhauen. Denn wenn wir jetzt hier Stein nehmen, das passt irgendwie nicht. Das passt nicht. Nee, nee. Wir machen hier Holz rein. Freunde, wir machen hier Holz rein. Wir sammeln das mal wieder ein. Und machen mal den hier. Zack. Holz. Und was für ein Lied jetzt. Passend, oder? Mal sehen, ob wir jetzt auch wieder rausfliegen. Nein, scheint zu funktionieren. Es scheint zu funktionieren. Tralalala. Okay, hier geht's also rein ins Turmzimmer. Man kommt also mitten im Zimmer sozusagen raus. Und hier kommt ein schöner Schwarzeichenholzfußboden rein. Zack. Einrichten muss es auch wieder der Herr Tomcat. Der wird sich freuen. So, und dann kommt natürlich nach hier ein Fenster hin. Nach hier ein Fenster. Und nach der anderen Seite ein Fenster. Man könnte jetzt sogar sagen, man macht hier noch einen Klotz hin. Das könnte man machen. Ja, wir haben auch zwei noch da. Dann machen wir das. Wir machen das. Machen wir es so. Zack. Und hier auch einen Klotz rein. Auf der anderen Seite wäre das Ganze natürlich, müssen wir das dann so ähnlich machen. Auch ein kleines Turmwächterhaus hin. So. Fenster können wir uns gleich noch überlegen, wo wir die reinsetzen. So geht nicht, ne? Weil man rennt man dagegen. Das wäre schlecht. Das wäre sehr schlecht, wenn man gegen den Eingang rennt. Das möchte ja keiner. Also muss auf jeden Fall sowieso noch ein Kranz drauf. So. Da kommt ja auch ein Fenster hin, ne? Hatten wir gesagt. Hier kommt ein Fenster hin und hier dann sowieso. So. Genau. Achso, müssen wir überhaupt so hoch? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Weil wir haben ja zu wenig davon sowieso dabei. Wir gucken mal von außen. Muss man natürlich schwindelfrei sein. Und besoffen darf man... Ja, müssen auf jeden Fall noch höher. Besoffen darf man natürlich dann auch nicht sein, wenn man nach Hause kommt, ne? Das auf keinen Fall. So, Freunde. Da oben, ne? Habt ihr aufgepasst? Ja, habt ihr. Natürlich habt ihr aufgepasst. Schaut mal. Okay, hier geht's hoch. Das können wir noch einkleiden. Das ist kein Problem. Ich mache das jetzt nur erstmal alles ganz grob hier. Und dann können wir uns noch mal überlegen, ob wir da so Fenster reinmachen und sowas noch. Zu den Seiten. Zu den Seiten. Also hier auf jeden Fall nicht. Klar, ne? Weil hier kommt so nur das Ganze nur ganz normal. Zack. Das Fenster würde ich nicht mehr als zwei groß machen. Aber hier hatten wir gesagt, kommt noch eine Reihe drauf.
So, zwei groß, so. Und ich würde sagen, sogar noch eine Reihe. Dann aber schon, die so ein bisschen so zuläuft, ne? Damit wir dann da ein Dach drauf knöbeln können. Sehr gut. Ja, ja, ja. Habt ihr eine richtige, ist richtig. Habt ihr die richtige Idee gehabt? Hier kommen ja dann schon Dachschrägen dran. So. Die holen wir uns auch gleich. Dann machen wir das nämlich hier komplett fertig in dieser Folge. Endlich mal was, was komplett fertig wird, ne? So. Gehen wir mal runter. Zack. Da hat man hier ein Fenster und da ein Fenster. Und von außen sieht das Ganze dann so aus. Sieht sehr interessant auf jeden Fall aus, oder? Sieht sehr interessant aus, wie eine Rakete. Wir könnten natürlich sagen, wir machen hier außen noch irgendwas anderes hin, ne? Ich guck mal von hier. Sieht irgendwie ein bisschen eigenartig aus. Können wir da noch anderen Lehm färben? Wartet mal. Ja, wir können natürlich da auch Stein hinsetzen, ne? Das wäre nicht das Problem. Wir lassen das erstmal so. Lass uns das mal so lassen. Ich habe noch vielleicht noch eine Idee, wie wir das noch verändern können dann. Auf der anderen Seite. Klar, wir könnten jetzt hier auch Steinblöcke nehmen. Das würde natürlich auch gehen, ne? Das würde auch gehen. Nee, ich glaube mal nicht. Ich glaube mal, wir nehmen eher Netherstein. Machen damit erstmal jetzt das Dach drauf. Damit wir erstmal sehen, wie das Dach dann aussieht. Wird ja ein relativ kleines Dach. Das heißt, so viel Netherstein werden wir auch gar nicht brauchen. Na ja, komm, da müssen wir brauchen sowieso noch Dachziegeln dann auch für das Hauptdach von dem Hauptgebäude. Das heißt, wir nehmen das schon mal mit. Ich habe auch, glaube ich, jetzt gar keinen anderen Lehm direkt mehr dabei. Ich habe nur den grauen und die Keramik, die ungebrannte Keramik. Nee, 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 nee. Würde bestimmt auch lustig aussehen, wenn hier jetzt einfach so ungebrannte Keramikpfeiler hochgehen würden. Das gebe ich gerne zu, aber nee, ich glaube nicht. Ich glaube erstmal noch nicht. So, jetzt nehmen wir uns mal das hier und bauen uns hier mal ganz kurz hoch. Damit wir erstmal das Dach drauf knüpfen können. Dach ist immer wichtig. Ein Dach verändert ein Gebäude immer sehr, finde ich. Also, viele Gebäude sehen Panne aus. Ups, und wenn da ein Dach drauf sind, sagt man sich, oh, sieht ja eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Oder gar nicht mehr so gut, kann natürlich auch sein. Und Essen dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Und da hinten irgendwo ist das Reich des Herrn Delfino, die Drachenwacht. Aber der ist ja gar nicht mehr da, stimmt ja. Der war ja nur vorhin da, wo ich gekommen bin. Da war der Delfino noch da. Und jetzt ist er ja gegangen. Vielleicht aber auch nur kurz. Vielleicht kommt er gleich wieder. Oder ist auch jetzt schon wieder da, man weiß es nicht genau. Alles so viele Ungereimtheiten. So. Und das Dach werden wir oben so ein ganz kleines bisschen abschrägen. Das mache ich immer ganz gerne. So, Dach drauf. Aus dem guten Netherbrick. Das mache ich jetzt, weil wir das da vorne auch schon haben. Ganz kleines Dach. Also wir fangen erstmal mit, wir fangen klein an, sozusagen. Und hinter kommt dann das Riesendach bei dem Turmkind auf die, aufs Hauptgebäude von der Villa drauf. Also er wird ziemlich viele kleine Gebäude auch noch zu Nebengebäude einzurichten haben. Das ist ja auch immer sehr spannend. Gerade kleine Sachen einrichten, finde ich, ist immer super spannend. Weil man dann noch viel mehr aufs Detail achten muss. So ist das nämlich. So, und dann haben wir hier aber diese weißen kleinen Nebengebäude. Also dieses weiße Eingangstor. Wir werden den vorderen Turm werden wir auch noch so weiß gestalten, hatte ich mir gedacht. So, und ich würde aber fast sagen, wir machen jetzt Folgendes. Das machen wir auch. Wir machen hier ein Spitzdach drauf, auf jeden Fall. Wir machen hier jetzt nur den. So. Und so. Dann müssen wir die Ecke da kurz abknöpseln. Da, dieses hier. Das muss raus. So, und hier kommt jetzt eine Spitze rübergezogen. Ach, guck mal, haben wir sogar dabei. Na, wunderbar. Das ist ja ausgezeichnet. Gut, dass ich die nicht wieder zurückgepackt habe. Manchmal ist es so... ja, mal gucken, wie es aussieht. Mal gucken. Das alte gute Mal gucken. So, hier haben wir noch 64 davon. Brauchen wir sowieso auch fürs andere Gebäude auf der anderen Seite, was dann ähnlich werden soll. So. Okay, jetzt kommen wir hier nicht mehr runter, aber hier. Ha. Kommen nämlich hier aufs Nebendach drauf. Von hier aus kann man noch nicht viel sehen, aber vielleicht von unten. Wir schauen mal runter.
Lalalala, so viele Türme. Ja. Nee. Ich glaube, wir müssen hier außen tatsächlich nochmal... Ja, müssen wir machen. Auch wenn es dann hinterher vielleicht nicht mehr ganz so speziell schick aussieht. Irgendwie gefällt es mir aber auch, komischerweise. Es ist so ein Ding, so halb gefällt es mir, halb finde ich es ätzend. Ja, wisst ihr, was fehlt? Es fehlt hier eine dunkle Kante. Eine dunkle Kante. Dann müssten wir graue Wolle machen. Haben wir gerade mal zufällig gerade ein paar Tintenfische hier? Ja, sind da. Okay, ich nehme mal ganz kurz mal... Ich will mal was ausprobieren. Stopp, Tintenfisch. Danke. Ein Sack, ist das alles? Ne, zwei. Danke. Vielen, vielen Dank. Wo ist noch einer? Da hinten. Leider kann man die schlecht angeln. Also man kann sie zwar irgendwie mit der Angel so ergreifen, so ähnlich wie alle anderen Tiere auch. Aber, wo sind deine Säcke, Tinti? Einen hat er verloren. Naja, super. Aber es soll zum Ausprobieren, soll es, glaube ich, erstmal reichen. Los, mehr als einen. Brauche unbedingt wieder ein Schwert mit Plünderung, Freunde. Und da fällt mir auch wieder ein, wir müssten bald mal wieder ein Schwert verzaubern. Mhm. Seht ihr, wenn da so graue Ränder sind, das sieht bestimmt besser aus. Aber ich will es nicht so simpel machen und jetzt einfach da nur Stein hochziehen. Ach herrje, das Leben kann so fies und gemein sein. Ich renn mal kurz hier rüber. Hopsa, da war auch noch ein Tintenfisch. Den genau gesehen. Haha, gib mir deinen Sack. Sechs haben wir jetzt. Das ist auch noch einer. Haha, komm her, Tinti. Du altes Tintenmonster. Gib mir deinen Sack. Zack. Zick, zack. Ab der... also, naja, okay. Wollen wir es noch nicht übertreiben, ne? Okay, Freunde. Eigentlich ist die Folge schon um, da habt ihr recht. Und in der nächsten Folge wollte ich das dann eigentlich ausprobieren. Aber wir machen heute mal ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. So, passt mal auf. Okay, ich kann die Kiste schon wieder nicht öffnen. Ich schätze mal... Ach, guck mal, hier sind auch noch zwei Tintensäcke. Ausgezeichnet. Jetzt machen wir nämlich Folgendes. Wir machen nämlich jetzt... Schwarzen Farbstoff haben wir ja. Jetzt brauchen wir noch Weiß. Ja, ich weiß. Haben wir irgendwo noch... Irgendwo noch... Vielleicht hier? Nein. Na, ja, da muss ich doch erst da. Hier. Knochenmehl. Weil, wenn wir jetzt nämlich schwarz nehmen und das erhalten wir grauen Farbstoff. Und mit grauen Farbstoff können wir die Dinger hier. Ist schon Nacht? Nö. Die Dinger können wir nämlich jetzt grau färben, indem wir das einmal hier rumziehen. Da halten wir nämlich jetzt graue Keramik raus. Und da müssen wir mal sehen, ob die nicht zu grau ist. Weil dann würde ich nämlich Folgendes machen. Wo ist Erde? Da, jetzt die graue Keramik hier noch hin. So, und jetzt machen wir nämlich Folgendes. Jetzt mal bauen wir uns hier mal hoch. Dann entfernen wir mal diese Reihe hier. Zack, zack, zack. Sind ja nicht so viel. Schaut mal, wie gefällt euch denn das? Wie gefällt euch denn das? Ja, das ist es. Genau das meinte ich. Das ist doch sehr cool, oder? Doch, das gefällt mir gut. Das lassen wir mal so. Das machen wir mit grauer Keramik. Hier machen wir die Pfeiler nämlich einfach aus grauer Keramik. Und ich lege mich jetzt hin und sage, liebe Leute, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft, bis zur nächsten Qual mit eurem Opa Zeron.